mal, dass er rauskommt. Baby Little Foot. Hey Markus, dann Jill macht's. Da ist er doch. Da stehen sie doch alle drei. Was? Ich sehe nur mein und Markis. Mein und dein. Ja, meiner ist in der Ecke. Nein, der steht hier. Genau vor mir steht er. Genau da, vor dir. Ich muss da ein bisschen mehr Bären rein. Der zieht. Alter, der zieht jetzt schon. Alter, der frisst hier wie Sau. Komm her, Digga. Alter, deiner blockiert hier alles. Du, ich komm nicht raus. Herr Jilmatz, nee, warte, Lind. Lass mich doch raus. Was ist los mit dem? Littlefoot. Hör auf. Hör auf. Mach keinen Scheiß. Doch raus. Was ist denn da, du? Hilfe. Du fett oder was? Ich bin. Ja, du kommst nie mehr raus. Oh Gott, wir beide werden sterben hier drin. Ich seh's kommen. Spür ihn doch mal weiter nach hinten. Nein, nee, geht ja nicht. Warte mal, geh mal du weg. Geh weg. Es geht. Komm raus. Komm her, Digga. Komm. Zu mir. Nicht durch die Wand. Nicht durch die Wand. Darfst du nicht. Ach Mann. Weiß ich, warum ich das Zock vermisst hab, ey. Der kommt. Der kommt? Warte mal, ich muss hier noch ein bisschen. Alter, der braucht jetzt schon 70 Bären, ey. Keule. Was, jetzt hat er schon 70 Bären drin? Ja. Ich krieg den nicht durch. Dann musst du die Tür kaputt machen und wieder neu bauen. Ja. Komm her. Komm, Digga. Geh mal hierher. Genau, geh mal in die Richtung. Ja, komm. Komm. Geh mal noch. Junge, wie laut der Kleine ist, ey. Geh mal noch einen Schritt weiter nach links. Weiter. Jetzt. Stopp! Bleib stehen. Komm zurück. Komm geradeaus raus, du blödes Bier. Jetzt ist wieder vorbeigelaufen. Warte, ich geb ihm nochmal kurz der Bären und dann reiß ich die Wand ein. Eieiei. Oh fuck, ich hab denselben Crash. Wieso haben wir jetzt alle Crash, ey? Oder? Twi? Verdammte Scheiße. War das Server aus? Nee, der war an. Und was aber aus war, das war dein Generator. Echt? Ja. Ich glaube zwar, dass ich es noch relativ ist, ja. Kurz bevor es, also kurz nachdem es passiert ist, dass ich es noch erkannt habe. Ja, es ist kein Fleisch. Da ein bisschen was, glaube ich, schon verdorben. Mark. Aber nicht viel, wenn dann. Also ich deiner blutet noch mehr. Dürfte nicht allzu viel passiert sein. Da war genauso viel wie jetzt drin. Okay, ja, ich hab dann gleich was gemacht deine und gleich reingeschmissen. Er hat genug. Nee. Gestern weiß bin ich kurz über den Sumpf geflogen, weil ich wollte eigentlich einen Teltinosaurus finden. Mhm. Dann habe ich diese Blume gesucht. Mhm. Habe ich in Level 60 geil. Schaut richtig geil aus von den Farben. Der Baby Littlefoot ist gleich tot, ne? Ja, ich sehe es, aber wieso? Weiß ich nicht. Falsches Essen vielleicht? Nein. Was, hast du die Schuhe Mecho-Bären. Nee. Die weiß ich noch nicht, wo du die hast. Vielleicht braucht er nicht keine Mecho-Bären, sondern irgendwie normale Bären. Ja, die sind hier drin, in der Rüstungskiste. Was ganz anderes. Also der ist Alter. Gleich tot. Geht rest ab. In peace, Littlefoot. Ein Viech ist da hinten bei Dankeschön. Ja, da da vorne, ja. Der liegt da in der großen Box drin. Aber bewusstlos ohne eine Anzeige. Also beziehungsweise die Anzeige ist da, aber sie hat keinen Balken, der irgendwie wieder besser gehen würde. Stimmt, ist ihm vielleicht kalt oder warm, dass er die Temperatur nicht passt? Boah, der ist schon gescheit rot. Mhm. Keine Ahnung. Der hat überhaupt kein Leben. Nee, eben, das wundert mich. Aber er atmet noch, also von dem her. Ja, es sind vielleicht falsche Bären. Nein, es sind die Lieblingsbären eigentlich. Ja, sicher, dass die Mädchenbären brauchen und nicht normale Bären, die gelben, blauen, ja, grünen. Alter. Und der andere Bär, oh, der ja, lässt, glaub, das ist auch der, so der lässt du den Kopf voll hängen. Am besten ist es. Ich hole mal andere Bären. So,
wenn du ihn einsperrst in einen kleinen Käfig, dann rennt er die ganze Zeit immer weg. Okay, ja, also am der. Ist es am offenen Feld, ihn hinterher zu gehen. Okay. Ja, aber Leute, er bekommt doch immer wieder noch Leben dazu. Jetzt geht doch sein Leben wieder nach oben. Das ist doch normal eigentlich so, oder? Gut, aber nicht so blutig. Nee, das droppt wieder runter. Ja, es droppt und dann geht's wieder hoch. Ja, das ist normal, aber das Bluten. Ich finde keine Bären bei Ole. Nee, das passt schon. Das stimmt schon so. Nee, das passt schon. Jetzt geht's wieder hoch. Ich sag, dass das schon passt. Weil es geht ja das Leben wieder ganz normal hoch. Oh ja, die sind ja wirklich süß. Alter. Der verreckt mir. Der hat nur noch 13 Leben. 10. Alter, stirbt mir nicht. 11, jetzt geht's wieder hoch, alles gut. Ja, könnte aber sein, dass es mit ihm mal irgendwie noch schlimmer geht. Wahrscheinlich, kalt, warm, weiß ich nicht. Aber dass der so blutig ist, finde ich komisch. Weil die sehen ja auch nicht so blutig aus und haben kaum Leben. Ja, deiner hat viel, viel mehr Leben. Schau dir mal deinen an. Der hat 400 Leben. Und die Babyraptoren? Na gut, er ist ja mittlerweile auch bei 400. Ich glaube, das ist einfach... Gott, oh mein Gott, wieder bei 10 Leben. Könnte noch interessant werden, aber... 9,1. Aber du zwingst ihm nicht, es zu essen, oder? Er isst es schon selber. 5,8, nein, isst es selbst. Boah, der hat ja auch Oh, 6. Oh, jetzt wird haarig. Was geht eigentlich ab, ey? Was ist los mit dem? Gib dir eine Schelle. Sonst hast du noch Karotten oder so, oder keine Ahnung, und leg einfach mal statt einem Stack Majorbeeren noch Karotten hinzu. Vielleicht isst er das lieber noch aus irgendeinem Grund. Ich glaube, du weißt zwar nicht, wieso das so sein sollte, aber vielleicht gibt ihm eine andere Nahrungsquelle irgendwie mehr. Der sieht nicht gesund aus. Nee. Ach fuck, jetzt komme ich ja da wieder nicht hoch. Oder wirklich die Temperatur? Nee, eigentlich nicht. Nur das Ei braucht eine gewisse Temperatur, aber nicht die Viecher. Ich google mal. Die rennen ja überall rum. Pff, 4,7. Naja, der ist schon bevorzugterweise die Mädchus. Jetzt hat er wieder 20. Vielleicht ist es wirklich... Keine Ahnung, verdammt schwierig, den generell zu bekommen. Ich hab keine Ahnung. Wäre interessant zu wissen. Wir gucken, was er frisst, ey. 95 Mädchubären. Nee, der frisst Mädchubären. Ja, der frisst schon Mädchubären. Keine Kartoffeln. Ich hätte vielleicht nur an andere Bären gedacht, wie grüne, wie die blauen oder so. Oder die roten. Alter. Jetzt sind wir wieder bei 11 herunten. Leben am Limit, hä? Ja, aber du, ehrlich gesagt, ich glaube, mehr als... Entweder stirbt er oder überlebt sie. Was anders? Also ich glaube nicht, dass wir irgendwas falsch machen. Ich glaube ich auch nicht. Und tot. Auch immer wieder mal hoch. Und tot. Alter. Tot. Voll der Shit. Der ist ja ernsthaft gestorben jetzt? Ja. Mhm. Ey, ich hab immer ein 80 Leben bekommen. Muss er noch in dieser komischen Kammer drin bleiben mit der Wärme? Nee, nur das Ei muss da drin bleiben. Ist hier eine Feuerstelle irgendwo? Da drin? 6 Stück. Ich verstehe es nicht, warum sind wir jetzt hier aufgegangen? Keine Ahnung.
Kann ich dir auch nicht sagen. Ach man, Dio geht Zigaretten holen. Was ein Scheiß. Mein Littlefoot ist tot. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Die Mecho-Bern hat er mitgenommen, der exakte Elendige. Nein, nein, ich hab die in den Kühlschrank gepackt. Also hast du den Kühlschrank. Ja, dacht schon. Das vergammeln sie Schlippt doch. Mir ja weg und nimmt es weg. Nee, nee. Los Cooper. Okay, die GeForce hat ein neues Update auf jeden Fall Grafik. Hallo, Ole? Hallo. Hallo. Roboto ist tot. Warum? Wir wissen aber nicht. Wissen wir nicht. Wir haben ihm Essen gegeben, er hat alles gehabt, aber dann ist er gestorben. Hat dann einen Löffel abgegeben. Er wurde immer blutiger und dann war es vorbei. Ja. Hart. Mhm. Irgendwie finde ich das komisch. Me too. Google mal. Pronto Baby. Gibt sogar einen Bronto-Plattform-Sattel. Kannst du da einen Rex-Huckepack nehmen? Abgefahren. Wo finde ich ihn jetzt? Was? Baby Bronto-Geburt und Stats. Gerade bei mir daheim. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, der liegt da immer noch halb tot oder eigentlich ziemlich tot. Ich lasse ihn jetzt einfach mal da liegen. Komm mal zu Oli. Zu Oli, okay. Der liegt tot. Oli, bei dir ist ein Bronto gespawnt. Im Haus, im Gehege oder? In der Nähe vom Gehege. Macht kaputt. Schaut, dann lockt ihn wenig weg und dann macht ihn kaputt. Hatte ich auch was überlegt. Wichtig ist, dass er vom Haus weggeht, weil da sind die ganzen Glasscheiben drin. Oder Kabel ja, oder so. Kabel wäre egal, Glasscheiben sind wertvoller. Aber ich habe halt Angst, wenn ich es dann mache und das verkackt dann. Wem genau gehört die Minimi? Mir. Ist es das gewollt, dass der hier durch die ganze Welt durchwandert? Was? Nein, der steht ja, mit, also nicht erfinden, der ist mittlerweile beim Stego, Minimi. Der ist mittlerweile beim. Da wo ihr immer die ganzen Wälder abgeholzt habt. Der Bronto ist mir zu nah an den Babys dran. Alter. Ich deaktiviere mal das Wandern. Ist der Hansi auch irgendwo in der Nähe? Nee, bloß den Minimi habe ich jetzt gesehen. Ja, ich lasse ihn jetzt auch. Die Babys sind einen Schlag und die Babys sind tot. Alter Shit, muss hier. Minimi darf mir nicht sterben. Ist das. Schau mal drauf. Okay. Was für ein Level? Schau mal nochmal, ob das der richtige Level ist. 65, du Wichser. Ja. Ich habe aber bloß 10 Betäubungspfeile. Warte, kommst du unter mir hin? Schauen sie noch auf dem Dach? Wir müssen jetzt irgendwo in welche liegen. Hoffe ich. Also hier nicht. Ich hab da gerade welche gedroppt. Hoffe ich. Vielleicht hast du sie nach vorne rausgeworfen? Weiß es nicht, die müssten jetzt eigentlich irgendwo liegen. Weit in dem. Weit im.
in Spikes drin vielleicht? Kann fast nicht ziehen, weil ich so beschissen. Komm her, nerv mich nicht. Was sucht er denn? Betäubungspfeile. Ich hab Betäubungspfeile gedroppt, die sind jetzt nicht mit. Also ich sehe sie zumindest nicht. Hat innen Spikes drin? Ist er nicht in der, ist er nicht in der Kiste? Und weiter? Wo ungefähr? Hier in den Spikes drin. Bei welchem Spike ungefähr? Ich sehe nämlich keinen. Da, wo du jetzt stehst. Also da in der Nähe. Also die in dem Bronto-Video, die legen normale Bären rein. Blaue, die roten. Vielleicht will er wirklich keine Mecho-Bären und dadurch ist er gestorben. Also ob die jetzt weggepackt sind. Das waren 50 Stück. Da geht mein Vogel rein. Wolfgang. Ja. Komm. So. Headshots oder keine Headshots? Kein Headshot. Dein Vogel verfolgt dir. Mhm. Also. Vogel, wo bist du? Mark? Ja. Würdest du kurz ein bisschen auf meinen Rexi mit aufpassen? Ja, warte. Ich würde kurz essen gehen. So, ich. Wenn das in Ordnung ist. Ich glaube nicht, dass er viel brauchen wird jetzt, aber ich hab ihn eigentlich voll geballert. Nur ein bisschen ein Auge drauf werfen, ja? Wo hast du denn gefunden, Twi? Danke. Ja, ich komm. Bei Uli. Bis gleich. Ich geh essen. Wieso, was hat er denn? Mein 60er Teil Dinosaurus. Wow. Sein baue ich auch irgendwann mal noch. Ich will jetzt auch so eine Armee, was Uli empfindet. Ein Terizinosaurus? 65, ja. Das soll jetzt ewig dauern zum Teamen, aber. Männlich oder weiblich? Haben wir noch nicht geschaut. Weiblich, cool, Twi. Wirklich cool oder war das hier und so? Nee, Ole denkt schon wieder ans Befruchten. Achso, hallo. Meine ist auch weiblich, meine. Ich weiß, habe ich ja schon befruchtet, Mann. So, echt. Komm, fall halt um, du Mistviech. Macht fast ein Stack, Pfeile. Ja. Ne. Jetzt hat er mal. Das waren jetzt 30 Stück. Ist ja fast ein Stack. Minecraft-Stack, ein halber. Wenn du. Ne, ein Stack sind 50 bei mir in der Art. Achso, ja gut, kommt immer drauf an, was? Major-Bären, Uli. Ja. Major-Bären im zweiten Kühlschrank bei den Kindern hinten. Ich habe auch noch 92 in meinem Vogel. Steck mal rein. Hast du das komplette Dings rausgenommen? Ne, bloß ein paar. Ich habe glaube ich bloß 30 gemacht. Und wo ist dann das Sästliche? Habe ich das bei mir im Vogel reingelegt? Weil mein Vogel ist es nicht. Ja, ich habe es rausgenommen. Da, ist wieder drin. So. Thank you very much. Ein Kuhscheiß macht's platsch. Ja. Ich hab's tatsächlich gleich. Eigentlich im Prinzip ist ja heute noch derselbe Tag, oder? Ich muss das bloß richtig zusammenschneiden, dann gebe ich dir das quasi noch am selben Tag zurück. Du musst viel schneiden. Ja. Wie viel waren's? 70, oder? Weiß ich nicht, Schlüssel rausgenommen. Ich glaub schon. Das ist ein Megalosaurus. Ja, auch. Ich finde das ja richtig cool, wie lowlife man anfangs in Ark war und mittlerweile kennt man die ganzen Dinos und hat den Namen. Ja, und was ist ein was hast du gelernt? Rentier, oder? Megalosaurus. Nee, ein Megalosaurus ist kein Rentier. Ja, nicht alle, aber halt den Großteil kennen. Na, den geht's gut. Rentier ist ein Megaloceros.
Oh, weiß ich nicht. Ist das hier die Zuchtzone? Ja. Geil. Geil. Blausen Vieh. Du machst Babys, hab ich gehört. Leute, wisst ihr, was ich euch jetzt einbaue? Ein Tor darüber zu sagen, ein kleineres. Und eine Brücke wäre gut. Hey, schwimmen kannst du. Machst du ein Tor hin? Susanni. So. Gott sei Dank. So, Obsidian. Du noch Kurse mit. Kommst du sogar mit Prozent zurück? Ja, ich hab noch Kurse mit. Also, hä? Genügend. Was? Kann Oli da mal meine Schulden bezahlen? Ja, ich würde gern statt Obsidian Feuerstein bekommen. 1 zu 1? Ich kann dir Siliziumperlen geben. Nee, Siliziumperlen brauche ich nicht, ich brauche Feuerstein. Leg das Obsidian in dein Dings rein, gell? Jetzt hast du 38, jetzt bekommst du 71 dazu. Noch Sunny da. Die ist beim Essen. Ich dachte, es greift jetzt jemand den Bronto an. Ach so, ja. Ja, der ist jetzt direkt bei den Babys. Ich würde ihn nicht angreifen, der tötet die Vieh. Ja, jetzt gerade ist er eher ein bisschen blöd. Ich will's einfach. Ich verstehe nicht, dass der da überhaupt noch spawnen kann. Hier ist eigentlich gar kein Platz mehr dafür. Die spawnen überall. Die wollen dann spawnen die überall. Vor allem hier findet er nicht mal mehr was zu essen, der würde hier auf der Insel verhungern. Will Oli ihn doch angreifen? Sollen wir? Oder sollen wir nicht? Doch, tun wir. 1, 2. Alles tot. Ja, macht es nicht so wie... Mag ja nichts sagen, aber... Sie. Ja, das schon. Hat keine 5 Sekunden gedauert. Wie viele wurden getötet? Was? Wie viel? Wie viele wurden getötet von den Babys? Keins, das hättest du schon mitbekommen, glaube ich, oder? Das Alter, jetzt das sieht auch cool aus, wenn man sieht. Schaut dir, wie das soll. Ei. Wenn man. Wenn man selbst mit einem Rex geht und dann hinten eine Bezinosaurus Army hat. Du brauchst einen Giga. Und eine Rex-Armee, ja, genau. Erst mal eine Stunde mit dem Abpfeifen beschäftigt. Ja, ich muss mir ein Video ansehen mit den 10 Gruppen. Dass ich das per Hotkey alles machen kann. Bin ich doof. Was? Hab's hier bei meinen Wölfen gemacht, mir mal gezeigt. Ich bin doof. Wem gehört der jugendliche Herr Jülitzma? Ach, das ist Türke, der ist Türke, der gehört Mark. Der ist Türke. Warum sollte der Türke sein? Ja, Yilmaz, ein türkischer Name. Ja, Yilmaz. Level 105, okay. Ist eh schon bei 10% hier der Baby Rex. Hätte ich nicht gedacht. Ja.
Ich hab eine Hyäne mitgenommen, Level 63, und ich dachte, ich muss die betäuben und dann Fleisch reinlegen. Und das Ding war eigentlich tot. Das war. Da gab's nichts mehr zu sehen an Leben. Aber es ist jetzt doch noch. Doch wieder gesund geworden. Da hat Vieh wahrscheinlich recht, das klappt so nicht. Was denn? Ja, mit im Gehege. Also mein. Der Ding ist wieder gesund geworden, also er steht wieder. Ja. Aber das muss ich dann wahrscheinlich außerhalb vom Gehege machen, weil er hat mich dann gesehen und dann kann ich ihn nicht mehr streicheln. Ja, im Gehege will ich es nicht machen, ich will es außerhalb. Okay.